Moin Leute, neues Video. Ich heute mal in Zivil, seltenes Bild. Wir fahren nämlich zu einem ganz besonderen Event. Es nützt jetzt nichts darum rumzudrucksen. Es steht ja wahrscheinlich eben im Titel. Wir fahren heute zur Weltpremiere vom neuen Klaas Xerion. Ich bin eingeladen worden von Klaas und da fahren wir jetzt gemeinsam hin. Ich denke, das wird ein richtig cooles Video. Der Audi 80 ist am Start, Drohne ist am Start, GoPro ist am Start, ein paar Klamotten, ein paar andere Sachen. Ah. Schlüssel. So. Ich fahr los. Wir fahren da jetzt, wir treffen uns da, also das ist mit Übernachtung. Da Übernachtung ist da irgendwie in so einem Rittergut. Ich check da jetzt hin und ich würde sagen, wir sehen uns da. Also Freunde, es geht los. Ihr seht Farben und Marken, die man bei mir auf dem Kanal eigentlich so gar nicht sieht. Und das ist was Neues. Da gehen wir auch noch ein bisschen drauf ein. Ich bin heute nämlich auf dem Event von Klaas und ich darf hier ein bisschen ausprobieren, glaube ich. Oder? Selbstverständlich. Ja, guck an. So, wir sitzen hier jetzt auf dem Axion 69 mit Terratrak-Laufwerk. Habe ich das so richtig gesagt? Oh, genau. Wir sitzen hier auf dem TT, Axion 69, hier mit 890er Bänder. Und da ja, können wir ja auch bei dem Wetter mit bester Traktion unterwegs sein. So ist es. Es ist leicht am Regnen und wir haben hinten so eine richtig fette Amazone-Scheibenecke dran. Was ist das für ein Ding? Hallo? Jo, wir haben hier eine 8 Meter Scheibenecke, eine Katrus von Amazone mit dran. Aufgezogen im Fahrwerk und ja, ziehen die nachher mal schön um. Dann schauen wir mal, was wird. Also, auf dem Teststück hier angekommen. Da vorne der kleine, wie ist er noch? Ich hab's vergessen. Axos. Axos, genau. Der fährt schon mit so einem, ist das ein Pöttinger Gruber? Ich glaube, ne? Nee, das ist kein Pöttinger. Nicht? Das Fabrikat ist gute Frage, das kann ich gar nicht sagen. Ach so, stand nämlich nichts dran, aber die Farben passen. So, daneben ist der neue Xerion, die 12er-Reihe. Und da vorne läuft Hannes in MV rum, also Landwirt aus MV, Landwirt in MV, so. Bin hier mit richtig Prominenz unterwegs. Twitch Farming ist auch dabei und die machen jetzt alle fleißig Bilder im Regen, während wir hier in der trockenen Kabine sitzen. Die Scheibenecke, die wäre richtig was für mein 724. Glaube ich. Auf Sandboden wird das, glaube ich, gehen. So, sind wir hier stufenlos unterwegs? Ja, genau. Ne? Wir haben hier ein stufenloses C-Matic-Getriebe, das wir hier mit einem FBT-Motor vereint haben. Mhm. Und somit generieren wir quasi aus dem Axion 69 445 PS. Genau, haben hier unser neues Lenksystem mit verbaut, das 10 bis 1200. Haben wir jetzt schon über die Quick AB einmal eine Spur angelegt und können somit in kürzester Zeit einmal hier die Spuren anlegen und können quasi hier über den Lenkautomat das Fahrzeug befristet autonom fahren lassen. Ja. Wir fliegen hier auch richtig rüber. 16 km/h? Wahnsinn! Genau, hier haben wir wenn er angekommen. Spürt man einmal den Vorteil eines Terratraks. An der Scheibenecke sieht man das eigentlich sehr genau, wie da das Arbeitsgerät schön wackelt und wir mit dem TT hier schön durch die Ebenheiten fahren. Aber ich würde sagen, es wird mal Zeit, dass du fährst. Wie sieht das eigentlich mit Autoturn aus? Ja, das wäre bei uns bei Klaas auch in nächster Zeit verfügbar. Aber wir versuchen hier erstmal mit Exceed die komplette Autonomie zu starten. Mhm. Dann können wir nämlich nicht nur auf Autoturn verzichten, sondern auch direkt auf den Fahrer. Ah. Jo, ich leg dir mal
Parkbremse ein. Ja, und ich mache hier mal die GoPro fest. Dann so. Jetzt erstmal noch ein bisschen die Luft rauslassen. Genau, ich bin nämlich unter der Leichen. Nicht ganz so schwer wie ich. So, das mittlere ist Lenkrad. Genau, und da drückst du drauf. Wahnsinn. Genau. Der Sitz pumpt sich jetzt dann gleich wieder auf dein Gewicht ein. Perfekt. Jo. Wir lösen einmal die Parkbremse. Ja. Machen hier quasi einmal den Vorwärtsgang rein. Achso, das ist direkt unter Parken. Genau. Ah. Hier siehst du, dass du vorwärts jetzt fährst. Ja, und wenn ich jetzt aufs Gaspedal rein? Genau, mit dem Fußpedal einmal fahren. Aha. Aktivierst du hier einmal das Lenkrad. Aha. Dann fahren wir quasi spurgetreu. Ja, und Tempomat? Und oben hast du den Tempomat. Und das war's auch schon. Verrückt. Und wenn ich gleich langsamer werden will, tippe ich wie beim Fan einfach so aufs Pedal? Genau, oder? Einfach drauf treten und jetzt hast du dann quasi die Geschwindigkeit. Ah, so. Ansonsten einfach auf die Bremse treten. Aha, aha. Dann hält die Maschine auch an. Den Bildschirm kann ich auch verschieben? So? Genau, das, können wir in alle Richtungen verschieben. Das ist geil. Genau. Fan hat jetzt auch einen Bildschirm hier. Der hat mir lange gefehlt, der zweite Bildschirm auf dem Schlepper. Okay. Ja, wir bei Glas hier verfolgen quasi schon immer unsere zwei Bildschirme, das System, sodass wir quasi hier von der Maschine her an Informationen keine Einbußen haben und haben das Lenksystem da quasi immer auf einem extra Bildschirm. Ja. Wir den Scheibenwischer ausmachen, hat zum Glück aufgehört zu regnen. Fett, ey. Ich fahr Glas. Ja. Das zweite Mal in meinem Leben. Hoffentlich nicht das letzte Mal. Keine Ahnung. Also ich bin da offen. Es ist ja immer so, ich bin ja neulich mal so ein 7R-Probe gefahren. Ja. Das habe ich in meiner Instagram-Story geteilt. Und dann ging es gleich los, Verräter. Aber ich bin der Markenhass, gibt es bei mir nicht. Ausheben, drückst du einmal ist auf die 1. Schickt ihr auf den Winkel oder sollen wir selber fahren? So, und dann, in welche Richtung soll ich? Genau, fährst du einmal Richtung. Okay. Ist auch wieder auf 2. Ah, okay. Und dann ziehen wir gerade. So. Ich finde den Fahrhebel geil. Ja, das ist einfach Hand drauflegen und du hast dann irgendwie Daumen, Zeigefinger und du kannst alles machen. Ja, verbauen wir auf allen Maschinen von uns. Ab dem Arion 500 erhältlich. Sowohl auf Erntemaschinen als auch auf Traktoren. Mhm. Genau, haben wir hier F-Tasten, ja. 10 Stück insgesamt, können wir frei belegen, ja. Steuergeräten, ISO-Boost-Funktionen und weitere. Aber hier merkt man es in den Löchern am besten, ja. Das Terratrack-Laufwerk an der Vorderachse, die kurz wegkippt, ja. Aber der Schlepper an sich spurt. Hier hat aber auch einer Spuren gefahren, ne? Das genau. So, wir überholen gleich den Xerion, kommen wir so in die Quere? Nö. Nee, da haben wir noch einen Meter Platz dazwischen, das wird schon reichen. Ja, also wenn wir so weitermachen, haben wir 20 Minuten die Fläche hier fertig. Nicht mal 20 Minuten. Soll ich langsamer werden oder? Nee, alles gut. Ja. Das soll der Große mal machen. Ja, Hannes weiß schon, was er tut. Ja, genau. So. Ja, dann kannst du auf 1 ausheben wieder. Und dann fahren wir am besten weiter unten noch mal eine Spur ein, sodass wir den 4200 ja. nicht in die Quere kommen. Also kannst du da hinten irgendwie hin, oder? Genau, fährst du nach der zweiten Grundspur hier. Ah, alles klar. So, warte, wir fahren ja mehr als 4 Meter. Genau. So, hier darf ich jetzt rein. Genau, fährst du. So. So, welche Spur haben wir denn da? Die da? Die passt. So, und dann. Oh, mal ein bisschen daneben. Egal. So, die 2 war runter, ne? Jo, genau. So, und Tempomat. Ja, was du hier eigentlich bei uns jetzt an unseren Glastraktoren relativ schnell bemerkst, wir haben quasi die Pfosten der B-Säulen alle relativ weit nach vorne gerutscht. Ja. Somit haben wir eine gewölbte Heckscheibe. Ja, kann man super gucken. Und somit guckst du quasi nie auf den Pfosten, wenn du hinten aufs Anbaugerät schauen möchtest. Ja. Das ist
eigentlich immer sehr angenehm. Vor allem, wenn man ein Mähwerk hinten dran hat, ja, siehst du immer schön die Kante. Hier auch mit einer abgedunkelten Heckscheibe. Also ab abends, wenn es spät wird, ja, die Sonne niedersteht, dass sich da nichts brennt. Nicht schlecht, nicht schlecht. Auch der Sitz ist angenehm, hier so der Stoff und so. Ja. Das ist da noch ein Fach drunter? Nee. Ja, doch, genau. Also, ja? Ja, kannst du gerne aufmachen. Ah, ohne Fernbedienung, wofür immer auch immer die ist. Genau, die ist für ein Radio. Wie kann ich von dir, brauche ich nicht. Bequem ist, hochzufassen. Ah, okay, okay. Ja. Ja, wir haben ja auch Sound- und Ablagepakete optional verfügbar, wo dann hier die Kabine mit einem Subwoofer noch ausgestattet ist. Ach so, dann so 5.1 mäßig. Genau. Oh, steckt da ein Stift? Brunnen? Ja, genau. Ganz Runden, da fährst du ein bisschen rechts dran vorbei. Genau. Brunnen mit in der Fläche, macht er sowas? Ja, das reicht gut. Ja. Ja, gekonnt. Sehr gut. Ja, Brunnen kenne ich. Yeah. Judy, ein paar Meter haben wir noch und dann war es die 1, ne? Genau. Dann würde ich sagen, fahren wir hoch, dass wir einmal durchtauschen können. Ja, genau. Bevor uns das Wetter hier noch die Striche durch die Richtung macht. Richtig, richtig, richtig. So, die kommen in unsere Richtung, glaube ich. Das fasst sich auch schön an. Twitch Farming ist auch am Start. Ja, und Twitch Farming ist auch am Start, richtig Prominenz. Guck mal, das Wasser steht hier schon auf der Fläche. Jo. So, ich kann hier so stehen bleiben, oder? Genau. Top. So, jetzt werde ich einmal diesen Wegehebel. P einlegen. P. Ja. Und das war auch schon der Fahrspaß mit uns. Ja. Top. Wunderbar. Jo. War geil. Ja? Ja, das erste Mal auch, das für mich das erste Mal, dass ich so eine fette Bude gefahren bin. Also ich kenne 39. Ja. Aber das ist doch noch mal ein bisschen was anderes. Dann auch mit dem Fahrwerk fährt sich richtig gut. Lülis Landleben ist auch am Start. Fährt den kleinen Klaas. Die kleine Frau auf dem kleinen Stecker. Die hat auch Spaß. Guck mal, Kollege, hier kommt der Klaas machen. Ja. Versuch. Ja. Wenn du damit losfährst. Ja, ich sag mal, ich hab mir schon gedacht, Fahrgassen aufbauen und so. Aber ich hab eben schon gedacht, ich hab mir eben auch der Axion da mit dem Terra-Attack. Ja. Das, der wird ganz gut gehen. So. Ja. Aber den kann ich nicht an Horsch hängen. Ja, komm, du fährst. So, du erklärst mir jetzt. Du kannst du auch mit der filmen? Ich kann mit beiden filmen. Ich sehe, das Bild ist so klein, da ist so ein weiter Winkel drauf, ne? Und hier so gar nicht. Ja. Du kannst mit beidem mal was machen zwischendurch. Und dann tauschen wir gleich. Ja, was ist, die Großen sind alle mit den Großen unterwegs? Ja. Ich will gleich auch noch ein paar Aufnahmen machen. Aber wir können jetzt erstmal hier fahren, ne? Boah, ich habe eben das, ich ist tot. Was? Ich habe hier gerade so einen kleinen Fan-Moment, ey. Wieso? Ja, da hinten. Da hinten fährt so ein Landwirt in der MV mit dem Serion für ein Twitch Farming. Sagt er? Ja. Du hast einen Moment. Ja, ich hab so, jetzt sind die hier alle kreuz und quer gefahren. Wir fahren jetzt da weiter, wo ja, wir gerade waren. Ja, das war aber Hannes hier. Ja, das war Hannes. Hannes hat hier richtig abgekackt. Ja, der hat quer gefahren. Hast du gesehen, wie schön ich mit dem Axion gefahren habe? Habe so. Ich nicht gesehen. Nicht. Konnte ich leider nichts sehen. So, wir suchen uns jetzt hier einen Anschluss. Ja. Aber ich möchte auf der Seite fahren, weil bei dir kann ich scheiße gucken. Und der Grober ist genauso breit wie der Schlepper, deswegen muss ich den Radrand sehen. Das Gimbal ist ja fürchterlich eingestellt. Ich habe die ganze Zeit nach oben gefilmt. So, jetzt geht's. Jetzt geht's los. Leute, kennt ihr noch diese Kamera? Das sind meine YouTube-Anfänge. Gucken wir mal, wir holen jetzt hier mal den Rest aus dem Schlepper raus. Guck mal, geht auch mit mehr. Geht auch mit richtig Bummels. 11 km/h. Irre. Was klappert hier so? Irgendwas. Es macht auf jeden Fall Spaß. Ich bin den eben mit 7 km/h gefahren. Ist vielleicht auch Sport, also ist vielleicht gesünder.
gleich schon gehen. Oh. Was? Oh. Dann schalten wir doch wieder runter. Hast du keine Laststoffstufen? Doch, habe ich. Ja, warum machst du die nicht runter oder war das schon die kleinste? Das war schon die kleinste. Ach so. So, in dem Tempo bin ich jetzt eben gefahren. 7 km/h würde ich zu Hause auch so machen. Finde ich gut. Also außer bei uns zu Hause auf schweren Böden, da kannst du zwischen 4 und 6 fahren. Wenn du so richtig schwer ackerst. Aber der hier schafft 7 und das ist gut. Damit fühle ich mich wohl. Das finde ich angenehm. Der dreht jetzt so bei 1,7. Also ist eine optimale Motordrehzahl. Also gefällt mir jetzt persönlich. Ja. Nicht? Doch. Du machst das schon super. Lässt du mich zu Hause jetzt auch ackern, ja? Natürlich lasse ich dich ackern, aber es gab ja bis jetzt noch nicht die Möglichkeit. Du konntest schon Stroh fahren. Ja. Nee, ich finde das, ich habe übrigens auch Walkie-Talkie jetzt nicht so nützlich. Nee, also es macht tatsächlich richtig Spaß. Der Grummer tatsächlich so breit ist wie die Maschine. Das ist halt wirklich eine Umstellung, weil normalerweise hast du ja viel breitere Grummer. Naja, ein bisschen breiter ist er. Ja, aber nicht viel. Wirklich nicht viel. Aber Hannes ist sich hier auch ein zurechtgefahren, ne? Ja, war am Probieren. Ja. Soll ich mal machen? Machen wir gleich nochmal auf die großen Maschinen eigentlich? Ich möchte gleich noch was Größeres fahren. Ja, also ich wollte gleich noch, also Serion wollte ich auf jeden Fall auch fahren. Kannst du mit dem Telefon gleich noch ein paar Fotos machen vielleicht? Klar. Der fährt auch von alleine geradeaus, fast wie als wenn er einen Flug dran hätte. Wollen wir tauschen? Ja. Du musst dir jetzt aber alles umstellen, ne? Ja, das kriegen wir aber ja hin. Du musst du Luft reinpumpen in der Mitte. Unten ist ein kleiner Nops. Rausziehen. Oh. Rausziehen. Reindrücken. Sorry. Gang ist drin oder was? Wie weit ist der Waldwinkel? Wo, in welcher Gruppe bist du denn eben gefahren? In 2? Ich bin in 4 gefahren. In 4? Mhm. Und dann habe ich hier Gruppen? Ja, also, ich 2 Lastschaltstufen. Hoppla und Schildkröte. Aha. Oh, ja. Also wir können auch vorwärts fahren. Jo. Moment. Oh, die Kupplung, die ist fürchterlich. Die geht viel zu leicht. Wie viel zu leicht? Wieso? Achso. Irre. Jetzt werden die fetten Bogen gefahren. Warte, Moment, stopp. Was, wie, stopp? Ich muss erst wieder umstellen. So, wo mache ich runter? Da. Ja. Geht ganz easy, aber ich würde es im Fahren machen. Warum? Weil du dann sauberer einsetzt. Wir sind hier am Trecker ausprobiert. Jo, dann probier mal. Ja, so. Okay. Piano, wie lange bist du denn keinen Schalter mehr gefahren, hä? Ich habe einfach nur die Wendeschaltung da vorne gemacht. Beim John Deere geht das. So, runter. Hast du richtig Spaß? Es ist. Ich fühle mich wie auf so einem Weinbautrecker. Ist doch geil, oder? Als ob das keinen Spaß macht. Jetzt sag doch mal nicht, dass das keinen Spaß macht. Doch, ich kann noch einen Gang höher schalten. Sicher, dass ich in 4 bin? Ich habe das Gefühl, ich bin in 2. Und was heißt das F da? Vorwärts. Forward. Ah. Okay. Wie du siehst, hat er nämlich keinen Pfeil. Vorwärts, ja. Rückwärts. Deswegen zeigt er vorwärts, rückwärts. Ja, aber ich würde gerne da vorne noch sehen, welchen Gang ich drin habe. Aber wir brauchen 12 Liter Diesel, 13. Er schwankt so. Ja, ist auch aber normal. Ich muss auch irgendwie, wir fahren kleine Geräte. Anschluss. Was machst du denn hier? Ja. Also, ich möchte kurz sagen, das habe ich als Frau gefahren. Ich? Jetzt sehe ich vorne nicht mehr. Ich als Frau? Ich sehe vorne nicht mehr. Warte, wo war ein Schalter? Also, ich als Frau habe da vorne das Schöne gefahren. Ich muss mal gerade kurz gucken, wo mal hier ein Scheibenwischer aus wird. Es regnet nicht mehr. Das macht mich und gern. Philipp? Ja. Hab das da hinter uns gemacht. Ich bin gerade. Wo mache ich denn jetzt diesen Kackscheibenwischer aus? Ich will also. Hallo! Scheibenwischer! Junge, wo macht man denn sonst normalerweise Scheibenwischer? Der hat einen Kipphebel irgendwo. Ein Kipphebel. Ach da! Nee, nicht Scheiben wischen, nur aus. So. Ich glaube, es regnet gerade nicht, glaube ich. Ich fliege gerade erstmal Drohne. Ja? Ja. Geile Bude. Oh, hier hat aber einer Spuren gefahren. Meine Freunde, die ackern wir jetzt erstmal zu. Jetzt. Ja, wenn du denn dann gerade fahren würdest, kannst du überhaupt gerade fahren ohne RTK. Das sieht aber schlecht aus. Ich muss mich erstmal an den Trecker gewöhnen. Fühlst du dich gemobbt? Nein.
Wir haben hier Spaß. Ich muss mich auch ein bisschen zurechtfinden. Jetzt sind wir hier in der Fahrspur drin. Du siehst du das hier? Ah, gewaltig. Das ist wie Flügel. Siehst du das? Mit Folie. Jetzt kommt der kleine Trecker hier aus der Dingsig raus. Auch doch jetzt schon. Das ist natürlich ganz wild hier. Meine Zuschauer sehen gar nicht, was vorne passiert. Ah, den bin ich eben gefahren. Siehst du es? Ja, ich werde die, glaube ich, gleich auch mal übernehmen da. Ja, mach mal. Ja. Wer immer da jetzt draufsetzt, der kann jetzt hier den Kleinen fahren. Ich will nämlich Drohne fliegen. Mach das. Ja, mach ich auch. Aber also ich habe mir mehr Mühe gegeben als du, ne? Ja, hier geht's ja auch. Das ist schon eine Sauerei, was du da getrieben hast. Ja, das sieht aus, als wenn Opa Karl-Heinz das gerade gehört. Ja, ne? Genau so nämlich. Und nicht anders. Ich hoffe, dass du das drin lässt. Natürlich. Und ich nicht dafür schäme. Natürlich lasse ich das drin. Ich schäme mich überhaupt nicht dafür. So, Leute. Ich will jetzt mit diesem Mobster fahren. Deswegen schneide ich jetzt ab. So, da geht hoch. So, und ich brauche meinen Regenschirm nicht. So, wie machen wir Parkbremse rein? Brauchen wir nicht. Was? Ja, Handbremse musst du mit der Hand ziehen, nicht? Ja, komm. So, du haust jetzt ab. Ach, komm, ich drehe noch eine kleine Runde drehen noch. So, da sind wir. So, die kleine Lü ist jetzt auf der großen Karre. Der steht, der fährt. Da hinten ist die Truppe, die fliegen jetzt erstmal irgendwie alle Drohne, keiner will fahren. Tja, muss auch gleich wieder Akku tauschen, Alter. 31%, naja, ein Glück habe ich 3 Stück dabei. Ja, Freunde, am Wetter machst du nichts. Ich dachte, wir können jetzt noch schön den fetten Serion fahren, aber das Wetter lässt es leider nicht zu, dass wir hier noch auf dem Acker weiter rumfahren. Ist halt nicht kein Sandboden wie bei mir zu Hause, sondern was anderes. Regnet auf jeden Fall, ist das jetzt hier viel zu schmierig, um was auf dem Acker zu machen. Deswegen bleibt das leider aus. Ah ja, immerhin haben wir coole Regenschirme im Asphalt. So, da kommt die fette Kolonne. Oh, ich finde es so schade, dass ich den Serion jetzt nicht fahren konnte, weil das Wetter so umschlägt. Ja, vielleicht kann ich es ja gleich noch ein bisschen belabern, da hier noch einmal eine kleine Runde. So, Twitch Farming, Hannes. Da kommt die Maschine, um die es geht. Heute eigentlich hauptsächlich, glaube ich, die wir alle gern gesehen hätten, gefahren werden. So, wir sind zurück hier da an der Base hier. Hier steht noch ein Axion mit einem kleinen Mulcher, der ist nicht mitgekommen. Ich habe ihm schon vorgeschlagen, hier die Zwischenfrucht zu mulchen, bis mir aufgefallen ist, dass das Rüben sind. Ja, hier ist jetzt eben nur so ein kleiner Foodtruck-Anhänger, da ist eben dieser Klaas-Anhänger. Dann hier der Evion, neue Mähdrescherei, 450. Das ist so ein Ding, der so speziell so auf Höfe soll, die so 100, 120 Hektar haben, bewirtschaften und selber dreschen so. Das soll halt einfach so eine Maschine, so eine kleine Reihe nochmal sein, hier mit 5,60 Meter Schneidwerk. Und da kommen jetzt nochmal die großen Böcke. Ja, schade, ne? Ich wäre jetzt gerne noch ein bisschen Xerion gefahren. Ja, ich auch. Aber du kannst ja hier kaum noch laufen. Du versinkst ja überall. Ja. Aber du, ja. Wenn Wetter ist, ne? Ist Wetter. Dann ist Wetter. Kennst du das doch? Ja. Meine ich doch auch. Ah ja.
So, jetzt trinken wir hier noch alle zusammen gleich irgendwie schönes Bierchen. Hier die fette Karre hier. Mit der sind wir eben gefahren. Ist das nicht geil? Der ist klasse, ne? Ich finde den richtig cool. Ey, cool. Warte, lass den korrekten Hut mal kurz absteigen. Wo sollen wir denn stehen? Da, wo nicht gegrubbert ist, können wir fahren. Wild. Boah, der bremst aber auch heftig. Also die Bremse ist auch ganz ungewohnt, weil das ja hier wie so ein... Wie beim Bus. Wie beim Bus. Von der Gewichtsverteilung her auch ein bisschen ungewöhnlich. Der ist vorne so schwer, ne? Ja. Aber er hat vorne auch ein Gewicht drin. Ja, 1800 Kilo. Ja. Ist das jetzt Vollgas? Nein, das ist nicht Vollgas. Das will ich auch nicht. Ich habe das Ding hinten dran, diesen Macker. Ja. Finde ich, muss ich ganz ehrlich sagen, fand ich den Axion geiler. Ja. Also vom Fahrgefühl her hat mir das besser gefallen. Ja. Du bist den Axion auch gefahren. Ja. Ich bin den hier noch nicht gefahren. Dann können wir das ja jetzt gleich auf dem Rückweg, wir drehen jetzt gleich hinten um. Wenn wir hier mal eben umdrehen. Ja, dreh doch mal um. Dann müssen wir durch das Geackerte fahren. Ach, wieso macht man so eine kleine Schleife? Ist auch kein Problem. Wir holen es einmal aus, wir haben einen längigen Klapper. Der lenkt vorne und hinten. Oder hinten sogar mit der Kamera für vorne, links und rechts. Ja. Geil. Das ist total das ungewohnte Gefühl, ne? Dass der auch so krass mitkommt hinten. Ja. Aber der Sitz, der ist ja wie im Auto. So ein Autositz. Ja, voll. Wild. So, wir tauschen jetzt. Ja, wir tauschen ist ein ungewöhnliches Gefühl, aber wir wollen den anderen ja auch gleich noch 5 ja, Meter vor. Ja, den anderen gleich auch noch 5 Meter vor zurücksetzen. Jetzt haben wir das ja hier verstanden. Übrigens, in dem Axion ist das RTK ja hier oben. Ja, richtig, richtig. Finde ich hier schöner. Also aber bei dem Axion kannst du es verschieben und dann nach vorne hin weiter. Kannst du noch mal gerade eben da, von da nach da, so dass man sieht, dass ich das Gerät fahre? Also ich mache jetzt Video, ne? Ach so, ja, hi. Machst du mal ein Foto. Aber man sieht ja nicht, dass ich die Serie fahre. Dann kannst du dich kurz auf die Treppe... Nee, kannst du nicht. So. Yay! Okay, lass uns tauschen. Mach doch gerade das Lenkrad einfach nach vorne. Das ist übrigens wie im Drescher. Ja. Finde ich komisch. Ja? Ja. Finde ich total komisch. So, Soll ich GoPro? Du willst GoPro? Die läuft noch. Ich kann nicht GoPro. Die hat durchgelaufen. Dann GoPro mich mal. So, ich mach das jetzt hier nach vorne. Kann ich den Sitz noch irgendwie nach hinten machen? Das ist mir... Ja. Michel, ist das dieser? Ja. Ja. Oh. Platz für die Beine, so. So, was hast du gesagt? Den drücken und dann so und dann ist hier vorwärts? Ja. Oh, fett. Das ist ja richtig wüst. Mal hier kurz mal ein bisschen was für Instagram machen. Oh, weil ich wollte ein Video machen. So, ein bisschen mit dem Serial hier Dummheiten machen. Den haben wir mal kurz gekapert und jetzt will ich gleich mal den da hinten einmal drauf. Und dann geht's ab. Ja. Hä, wieso? Ich finde fährt sich geil. Also das ist halt ein richtig fetter Klopper, ne? Ich muss dir ganz ehrlich sagen, Philipp, mir... Die Kopfstütze, die stört mich ein bisschen. Ja, total. Und mir gefällt der Axion vom Fahrverhalten her besser. Es ist halt wie Bootfahren. Ja. Ich soll Licht anmachen. Wo mache ich denn Licht bei der Bude an? Ah, warte. Warte. So. Wollt ihr noch ein paar Bilder machen? Ja. Müssen wir gleich nochmal tauschen. Das ist so geil, Alter. Ich fühle mich richtig mächtig. Guck mal, jetzt fangen die auch alle wieder an, mit Drohne zu fliegen, weil Lülis Landleben und Philipps Farm einfach mal kurz sich so gedacht haben, wir entführen mal gerade... Wir hören sowieso auf gar nichts, was uns irgendjemand Wir entführen gerade mal Serion. Ich finde ihn doch nicht so wendig, wie ich gedacht habe. Ich finde den, also mir gefällt der Axion vom Fahren her besser. Vor allem finde ich das so komisch, dass du den Arsch hinter dir hast, weißt du? Ja, das finde ich nicht mal schlimm. Das ist ja wie beim Teleskoplader. Du sitzt halt so mitten drauf und
alles dreht sich so wir um können die am Ende können wir nochmal tauschen. Dann ist jeder zwei Spuren gefahren. Ah, nee. Wir müssen jetzt tauschen. Nee, du fährst zurück und ich fahr wieder hierher. Wir tauschen fair. Ja, komm, warte. So, lass die kurz. Da kurz fertig werden mit ihrer Kamera. Jetzt müssen wir nochmal Drohne fliegen. Jetzt kriege ich die Aufnahmen gar nicht. Jetzt mache ich keine, aber ich habe genug Drohnenaufnahmen. Willst du nochmal raus? Nein. Die Drohne noch mal nein, fliegen? Alles gut. Oh mein Gott, ist das Lülis Landleben? Oh mein Gott, ist das Philipsfarm? So, wollen wir jetzt mal kurz unseren zukünftigen Drescher angucken? Ja. Was haltet ihr davon? Soll Philipp sich einen Mähdrescher kaufen? Den schönen Evion 450. Aber ich sag euch, wie es ist. Dann müssen aber die Kanalmitgliedschaften hier reinflattern, sonst ist das nicht drin. Weißt du eigentlich, dass ich Kanalmitgliedschaften aktiviert habe? YouTube hat mir gesagt, ich soll das mehr bewerben. Dann ja. Machen das auch mehr. Das finde ich auch wild. Also, du weißt ja, ach nee, weißt du nicht, du hast noch nie gedroschen. Ich habe noch nie gedroschen. Du musst an dem Fahrhebel, ja. Du hast ja kein... Nee, damit, das ist wie... Guck dich mal kurz um, du hast festgestellt, du hast kein Gaspedal, ja? Ja, ich habe hier nur eine Bremse, aber die brauche ich nicht mal. Das heißt, du fährst alles über... Ich fahre alles über, das ist, ich weiß, das ist wie bei Maishäcksler. Du musst immer die Hand auf dem Hebel lassen. Das habe ich schon gelernt, so. Dann machst du den, schiebst du so nach vorne, dann geht's vorwärts und dann machst du so nach hinten und dann geht's rückwärts, ne? Ja. Ja. So, dann haben wir hier... Achso, das ist vorne Gebiss an und das ist das andere Gedöns an, das andere Gullet. Alles andere siehst du hier, also Körbereinstellung, Schüttlereinstellung, die Abstände zwischen. Soll ich mal Zündung anmachen? Oh! Das blend. Kann deine GoPro gar nicht. Doch, guck mal, wie die das kann. Radio, Klimaanlage auf. Zum Abbunkern hast du. Ja, ich glaube, Abbunkern ist der orangene hier. Und der hier ist für Ein- und Ausklappen und der ja, ist für Abbunkern. Aber normalerweise. Ja, das bei anderen Schleppern, anderen Dreschern mag das so sein. Weil die, oh, guck mal, die Freisprecheinrichtung, das Radio hier auf der Armlehne. Wahnsinn! Guck, iPhone-Ladekabel ist auch schon drin. So, dann haben wir hier Schüttler und so ein Kram. Da kenne ich mich überhaupt nicht mit aus. Du stellst Schüttler und Korb ein, Stand je nach Frucht ein, je nach ja, Durchsatz, je nach Bestandesdichte. Aber wie, das, ja, ja.
dafür machst du ja eine Einweisung. Ja. Dafür kriegst du ja 2 Tage ja. mindestens mal eine Maschineneinweisung. Ja, ja. Hinter dir ist der Korntank, ja, der ist natürlich dann hinterher offen, wenn du ja. Stellst die Geschwindigkeit ein, je nachdem wie. Du darfst halt nicht vergessen, der lenkt hinten. Das heißt, du musst auch ein bisschen anders lenken. Ja, das habe ich auch jetzt neulich beim Häckslerfahren gelernt. Ist ulkig, ne? Ja, ist wild. Also kurze Information, wer wie Häcksler fahren, habe ich ganz auf YouTube gesehen. Das war in meiner Instagram-Story, deswegen Philips Farmlife auf Instagram abonnieren, ne? Damit man solche Einblicke in meinem Leben auf keinen Fall mehr verpasst. Und was sagen Sie dazu? Nein, das war geil. Und das hier ist irgendwie Ganghebel da, wenn du irgendwie ins Matt fährst, dann ist hier 1, 2 oder 3. Boah, welches Licht angeht? Das ist ein Glas, das kann ich dir nicht sagen. Wir haben nur Holland. Ja, ich vermute mal, es ist beim Dominator so. Oh, Zigarettenanzünder. Ist ja kein Dominator. Dann guck mal hier, hier Buchse fürs iPhone. Hier Ladekabel, ne? Da. Da. Also ich sehe mich hier dreschen. Krass. Nicht halten. Halt. Ja, genau. Über dem aktivieren. Ja. Kriegen wir hin. Könnt ihr so tun, als wenn er bohren will. Heile lassen, ne? Ja, ja. Wir geben uns Mühe. Gute Fahrt. Ich kann nichts versprechen. Die Haube ist einfach Die ist noch fetter. Ich sehe einfach gar nichts, was noch vor fetter, mir passiert. Die ist noch fetter. Willst du die Kamera halten? Ja, kann ich. Komm, ich fahre gerade zum anderen Ende runter und dann fährst du. So, also. Sind alle in Sicherheit? Ja, ja. Ne? Oh mein Gott. Oh mein Gott! Fährst du den automatisch fahren oder fährst du über Fuß gerade? Ich fahre gerade über Fuß. Aber du könntest den über das Lenksystem. Ich könnte jetzt, wenn ich jetzt, wo war der Lenkautomat da? Warte, wir sind jetzt ein bisschen, einen halben Meter daneben. Ja, die Spur passt nicht ganz zu dem, was wir hier. Naja, egal. Komm, wir müssen mal ein Gefühl dafür kriegen. Oha, das geht aber nochmal ganz anders. Ja? Das Lenken, das ist aber jetzt nochmal ein ganz anderes Gefühl. Das werde ich ja dann gleich feststellen. Oha! Macht Spaß? Das ist so fett. Diese Haube, die ist da kann ich mir doch quer drauflegen. So fett ist die. Also ich sehe halt auch original gar nicht. Nach vorne hin? Ja. Es ist schwierig. Finde ich, also glaube ich, ist für den Straßenverkehr ganz schön grenzwertig. Es ist, also wenn ihr ein Auto entgegenkommt, gerade auf schmalen Straßen, musst du halt echt aufpassen. Das ist nicht irgendwie mit dem 700er Fender eben mal kurz dran ausgelegt. Also, aber man merkt gar nicht, dass man auf dem Acker ist, ne? Nee, ja. Das Raupenlaufwerk, das fährt so geil. Das fährt richtig geil. Das ist... Robert, das ist der Burner! Sagst du das gerade zu Robert? Robert steht da hinten, kannst du ihm gleich laut sagen. Ja, ich sag ihm das gleich so. Ja. Ich weiß mal gerade. Alter! So geil. Vorsichtig gleich um ein bisschen, wir sind am Ende vom Schlaf. Ja. Also wenn der. Boah, wenn du hier einmal ganz kurz reintrittst, das ist so die Macht. Ja, das Ding hat 650 PS. Ja, hat es. Das ist geil. So, ich drehe hier gerade und dann tauschen wir einmal. Müsste der das nicht von alleine erkennen? Ich hänge nämlich komplett in der Luft. Warte. Oh, in der Rede ist nicht wahr. Ist nicht wahr. So. Ist nicht wahr. Doch, da, der hier. Das ist ja wild. So, komm. Das ist ja wild jetzt. Also, jetzt habe ich bei dem Handy hier auf Slow-Mo stehen, also ich will Video. Hm? So, Frau Heinke, ich fange an zu filmen mit Ihrem Telefon. Ich komme hier gar nicht an irgendwas dran, du. Das ist ja schon ziemlich krass. So. Ja, genau wie bei dem anderen auch, genau. Und jetzt tritt mal voll rein, Hase. Wow. Ich finde den Beifahrersitz hier so geil. Krass. Wow. Also du denkst halt, also ich glaube, wenn du den auf der Straße fährst oder wenn du den generell schneller fährst mit richtig Tempo, das ist geballte Power, die dir hier so entgegenkommt. Also merkst du unter dem Fuß schon, ne? Ja. Aber das Lenken, der gleitet ja. Ja. Das ist ja wie Schwimmen. Ja, vor allem der lenkt erst vorne und dann so hinten so ein bisschen. Nein, ne? Aber das ist wie Schwimmen. Du schwimmst ja, genau. Und du merkst wirklich nicht, dass du, also diese ganz leichten Erschütterungen, du merkst wirklich kaum, dass du auf dem Acker bist. Das ist richtig krass. Wo ist Robert denn? Ach, der steht da. So. Wollen wir die anderen auch noch mal? Hupe geht, ja? Bockt
auf jeden Fall ziemlich. Ja, so. Ich will es jetzt nochmal von außen sehen. So ein fettes Gerät. Das Ding hat 15 Liter Hubraum, da ist ein Mercedes-Motor drin. Mit was hat er, 650 PS oder so? Ich gehe jetzt hoch da in den Anhänger, in den Container, weil hier ist, es wird frisch draußen. Es wird frisch. Ja Leute, einen Tag später, ich bin wieder zu Hause und ja, es gab vorhin, also heute Morgen, noch eine kleine Werksbesichtigung, da war Film aber nicht gestattet, deswegen seht ihr das jetzt halt nicht. Ich bin jetzt auf jeden Fall wieder zu Hause und wir sind von Klaas noch richtig fett ausgestattet worden mit Werbegeschenken. Also, ne, einmal hier eine Klaas Cappy, dann für die kalten Tage eine Klaas Mütze. Und das hier ist sowieso richtig geil, schön, wenn man zu Weihnachten ein Plätzchen backt. Schön Ausstechformen, ein Häcksler, ein Trecker, ein Mähdrescher, ein Schlüsselanhänger, eine Uhr. Klaas Pflaster, dann hier eine Klaas-Tasse, wo ein kleiner Axion Terra-Truck drin ist und diesen kleinen Schlüsselanhänger. Und hier war noch irgendwas. Wo habe ich es hingelegt? So, das waren so Reflektoren, die konnte man sich vorne so in die Schuhe reinmachen und die reflektieren dann im Dunkeln. Habe ich die schon hier in die Schublade gepackt? Mal gerade gucken. Ja, da sind sie. Hier, das stelle ich dir auch noch gerade so zu. Hier ist so kleine, das, die kann man sich vorne so in die Schuhe machen und dann reflektieren die im Dunkeln. Da ist ein Lexion drauf, dann der neue Xerion, Axion Terratrag und Maisexler. Jaguar. Achso, und was ich vergessen habe, das Allerbeste, das hier, dieses Ölfass, das ist halt einfach so ein Flaschenöffner, ne? Richtig, richtig geil. Naja, ich hoffe, euch das Video gefallen. Ich hatte auf jeden Fall riesengroßen Spaß. Richtig großes Dankeschön an Klaas dafür, ja, dass ich dabei sein durfte und ich hatte auf jeden Fall mega Spaß und ja, ich schaue bei denen auf jeden Fall auf der Aritechnika nochmal vorbei und ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Ich setze mich hier auf den Rechner, schneide das hier zugange und liken und abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns beim nächsten Mal.